Matchsticks. Name der letzten Folgen. Deshalb kommt diese Folge relativ spät, aber dafür jetzt wieder kontinuierlich. Hoffe ich mal jeden Tag eine. Ich gebe mein Bestes. Sieh dir all diese Autos an. Atiom hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Ja, wohl wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. So. Wir fahren zum Hauptquartier Bunker. Wo sich der Minister befinden soll. So, werden wir den Minister begrüßen oder begrüßt werden. Ich sage immer noch, das ist eine Falle. Schon laut dem Funkspruch. Identifizieren Sie sich. Oberst Miller, mit einer Meldung für den Verteidigungsminister. Und wo sind Ihre Leute, Herr Oberst? Im Zug. Draußen ist es gefährlich. Kontaktieren Sie sich und sagen Sie ihnen, dass sie den Zug zur Dekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen soll. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. So, ab rein. Das Tor geht auf, da sind wir schon mal weiter wie davor. Schlecht, ne? in den unterirdische Anlage, wo sonst keiner reingehen würde, gehen wir natürlich rein. Oder fahren wir rein. Die sollten wir zumindest mal etwas sauber machen. Sir, Idiot, wisst ihr was? Wir müssen nicht alle zur Regierung, also bleibt ihr besser bei Crest. So, dann mal rein in den Tunnel. Hast du wenigstens eine Ansprache vorbereitet? Sich beim Minister zu melden ist kein Spaß. Ach, geh mir nicht auf den Wecker. Ich habe die Nacht durchgearbeitet. Meinst du nicht, du solltest Atiom jetzt irgendwas sagen? Ja, du hattest recht, Atiom. Wir haben nie aufgegeben. Schon in den ersten zwei Teilen haben wir gesagt, es gibt eine Welt außerhalb von Moskau. Da stehen noch welche hinter der Scheibe. Genosse Minister! Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller, meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht mehr. Wer sind sie? Alter. Oh, ich hab's doch gesagt. Ich habe gesagt, das ist eine Falle. Ich hab's gewusst. Und bei was für kranken Gestalten sind wir denn jetzt gelandet?
sind die anderen? Alter, was ist denn hier los? Alles läuft wie geplant. Alles ist gut. Psychopath. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Sofort. Keine Sorge. Alles wird gut. Und sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo? Der Doktor spricht! Die Regierung! Antworten Sie! Alter, das ist ein Menschenfresser, oder? Wir liegen überall Menschenknochen rum. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur verdammte Kannibalen! Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Mensch. Du Scheißkerl! Lass mich los! Zack, Alter. Hast du die Frau umgeboxt? Alter Schwede. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir uns hier wieder befreien wollen. Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen ihren übrigen Leuten im Zug, dass sie herkommen sollen. Es sei denn, sie wollen, dass sie lange leiden, bevor sie serviert wird. Haben Sie verstanden? Ach, und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Das ist jedoch kein Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Naja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an ihn verschlucken oder so. Derweil bitte ich, ihr mich zu entschuldigen. Kommt her, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden einzelnen von euch, das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich werde euch jetzt vor. Verbrennt diese Da oben kommt unsere Rettung. Alter, und er hat einen Beil. Das ist nicht so cool. Und er ist ganz schön hässlich. Jawohl, befreit sie mal. Aber zuerst, Scheiße. Keine Munition. Zum Teufel damit, Idiot. Hol den Hauptaufzug hoch. Bereit. Sam, wir geben ihm die Deckung. Jawohl. Gut gemacht. So lange halten wir dort. Eine Minute. Hart, okay. Okay, immer wieder Bockwurst. Oh, Alter. Medipack. Alter. Ich brauch Muni. Rein. Weg hier.
Jawohl, Munition. Ah, geil. Und Schrotflintenmunition. Wow, perfekt. Okay. Genau wie unser altes D6. Selbst der Aufzug ist genau derselbe. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also müssen wir uns aufteilen. Wir haben maximal 10 Minuten. Sam, du siehst im Filterraum und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Ach, hier kann ich nicht bauen. Ah, verdammt. Du kommst mit mir zur Kommandozentrale. Immer noch geil, dass sie ihn Idiot genannt haben. Alter Schwede. So. Auf mit dem Ding hier. Nachtsichtgerät auf. Moment. Erstmal bauen. Wir brauchen erste Hilfe. Na toll. Licht aus. Und Tür zu, das ist auch nicht gut. Na. Okay, Batterie geht. Dann wollen wir mal rein hier. Da. Überall nur Licht. Hier. Mann, Mann, Mann. Eine sehr bedrückende Atmosphäre hier. Gefällt mir gar nicht. Das ist mir einfach ein bisschen zu bedrückend hier. Da ist er. Da steht auch noch einer. Ollo. Alter, was haben die hier gemacht? Voll die ekelhaften Kannibalen. Naja, schmeckt alles wie Hühnchen, glaube ich. Hust. Bevor uns hier der Saft ausgeht. Alter, hier ist ja auch dunkel wie ein Bärenarsch, ey. Da kann ich durch. Ich glaube, das ist ein Nachtsichtgerät für... Aber ich könnte doch auch hier durch. Oh, und ein Stromkasten.
Das ist aber schön, dass er mich jetzt Freunde hinzugefügt hat. Wo geht's denn hier lang? Schießbahn oder sowas? Nehmen wir alles mit. Ah, eine Notiz. Ein Rucksack, der uns nichts bringt. Eine Puppe. Eine Vorratskiste. Sehr gut. Sonst gibt hier nichts, dann wieder raus. Ah doch, hier ist unsere Vorratskiste. Perfekt. Dann jetzt aber raus. Okay, hier gehen wir nicht lang. Ja, genau, hier. Zack. So, jetzt kommen wir aber hier lang. Kein Bock, da runter zu springen. Ah, hier geht's auch runter, okay. Licht aus. Irgendwie fühle ich so recht nicht um die Ecke. Oh fuck. Bis auf, dass die KI wirklich strotzendämlich ist, ist das Spiel wirklich absolut fesselnd. Auch wenn ich mich, glaube ich, in jeder Folge wiederhole, aber es ist einfach nur geil. Alter! Ist ja räudig. Wenn mein Kühlschrank mal so aussieht, dann habe ich definitiv was falsch gemacht. Lecker Schmackofatzk. Na gut. Achtung, Spartaner! Die Kommandozentrale gehört uns! Falls der Funk ausfällt, versammelt ihr euch hier, Idiot! Gebt ihr die Steuerung für Türen und Aufzüge an! Macht alle Gänge nicht, die wir nicht brauchen! Lasst diese Freaks im Kreis rennen! Jawohl. Warum ist mein Fleisch weg? Es war doch hier. Ah, mein Freund. Der liegt auch schon ein bisschen länger. Köstlich. Mh, lecker, lecker. Okay. Licht aus und durchsneaken hier. Anna, wo bist du? Alter, zack. Kettenreaktionen nennt man das. Nein! Ernsthaft? Alter, wo kommst du denn her?
Kranker Scheiß hier, ne? Ja, kein Aufzug. Kann ich noch rufen? Nee, auch nicht. Ach, hier. Ah, hier kann ich bestimmt den Aufzug rufen. Oder auch nicht. Nein, ich will da eigentlich nicht rein. Kann ich speichern? Na, kann ich natürlich nicht. Ah, bitte. Ah, er hat gespeichert. Ja. Moin Moin, jemand zu Hause? Da, wer bist du denn? Ich wollte mich gar nicht mit euch anlegen. Das wart ihr. Oh, er ist verbrannt. Oh, fuck, ich auch. Ah, Andreas, das war nicht klug vor 2 Minuten. Ich glaube, ich muss ihn nochmal umlegen. Ah, verdammt. Richtig schön dumm. Na gut. Da ist er. Aha, verbrannt. Wo ist denn hier noch einer? Ach, da oben. Aha. Junge, nicht mit mir. Oh, krass. Ja, geil. Ja, hallo. Alter, das ist ja eine Sega-Maschine. Sieht jetzt hier alles wirklich nicht so einladend aus. Da haben die ihn den Kopf abmontiert. Bitte. Irgendwie atmet er mit schwer. Da mal rein hier. Oh, Anna, wir sind da. Anna. Artyom, ich wusste es. Hinter dir. Oh. Es geht immer. Einen wie dich. Ein
einen Helden. Du wirst niemanden retten. Genau wie die anderen. So. Keine Bewegung. Ja, nur lass ihn gehen. Weißt sofort. Du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles Medikament. Genug. Top. Alles klar bei dir, Artyom. Gott sei Dank. Anna, siehst du ein bisschen mitgenommen aus. Dezent. Melden wir uns beim Oberst. Dann melden wir uns mal beim Oberst. Was gibt's denn hier noch Gutes? Ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Artyom hat mich gefunden. Gott sei Dank. Gut gemacht, Artyom. Wo gehen Sie jetzt hin? Am Ende des Ganges ein Aufzug. Er führt direkt in die Kommandozentrale. Auf geht's. Aber nicht so schnell. Ich muss etwas verschnaufen. Also du bist auch ein bisschen blass um die Nase. Alter, was ist denn nur hier los? Ist ja widerlich. Ach, Anna, komm. Jetzt hab dich nicht so. Aber diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Selantius mit seinen verdammten Fanatikern. Aber nein, wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können, wären fast gefressen worden. Dieser Schweinehund. Unglaublich, dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Egal. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. So, jetzt sind wir hier im... Aha. Hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Ein Fieben hier, ey. Was ist das da? Es ist eine Caspian 1, eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Ja, ungern, aber jetzt wird hier drin. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Okay. Nicht, dass du es so hättest sagen sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Geklappt. Dann mach raus aus hier aus dem Bunker. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr von der Zeit, die mir noch bleibt, mit diesem Typ zu verbringen. Er ist mir irgendwie ins Herz gewachsen. Alter, nur Geschrei hier. Licht an. Rein. Komm, wir wollen stark ein. Thank you.
Ja, warum fahren wir hoch und nicht runter? Nein. Ernsthaft? Ist das Spiel abgestürzt? Ist das Spiel abgestürzt? Tja, dann machen wir an dieser Stelle Schluss mit Episode 12. Wie ihr seht, ist dieses Spiel abgestürzt. Dieses Spiel hat übrigens immer mal Hänger. Ich wünsche euch in diesem Sinne viel Spaß. Und ich hoffe, beim nächsten Mal schaltet ihr wieder ein. Zur Episode 13, wo wir dann aus diesem Bunker flüchten. Hoffe ich. Und ja. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.